Heute sprechen wir über die unglaubliche Macht deiner Gedanken und in diesem Zusammenhang auch über das Gesetz der Anziehung, wie es funktioniert, welche Fehler die meisten Menschen machen und wie du die Macht deiner Gedanken für dich nutzen kannst, um deine Ziele 10-mal so schnell zu erreichen. Das Gesetz der Anziehung wurde in den letzten Jahren extrem populär. Vor allem wegen dem Erfolg des Buches The Secret, das bereits über 20 Millionen Mal verkauft wurde. Es geht bei diesem Gesetz vereinfacht gesagt darum, dass egal was du willst, wenn du es glasklar visualisieren kannst und vor deinem inneren Auge sehen kannst, dann wird es passieren. Also, dass deine Gedanken deine Realität erschaffen. Die Frage, die sich die meisten dabei stellen, ist natürlich, ob das wirklich funktioniert. Ich denke, das Gesetz der Anziehung ist zum größten Teil korrekt. Ich persönlich glaube zwar nicht, dass es deine Gedanken mithilfe der Kraft des Universums manifestiert, denn offen gesagt gibt es meiner Meinung nach ganz einfache wissenschaftliche und psychologische Erklärungen, warum das Gesetz der Anziehung funktioniert. Es ist aber auch nicht wirklich relevant, welche Erklärung du Glauben schenkst, denn das Ergebnis ist in beiden Fällen das gleiche. Der Mensch hat über die Jahrtausende überlebt, indem er für jedes Problem und jede Schwierigkeit eine Lösung gefunden hat. Unser Hirn ist darauf spezialisiert, Lösungen dafür zu finden für die Ziele, die du ihm vorgibst. Es hat unglaublich mächtige Fähigkeiten, wenn es darum geht, Gedanken und Ideen zur Realität zu machen. Zum Beispiel elektrisches Licht, eine Reise ins Weltall, Computer und Smartphones. All das waren einmal Gedanken und Visionen eines Einzelnen. Und das ist der Grund, warum das Gesetz der Anziehung funktioniert. Wenn du dieser unglaublich mächtigen Problemlösungsmaschine ein klar definiertes Ziel oder eine Vision gibst, wird sie beginnen, um dich herum nach Dingen und Informationen und Personen zu suchen, die dir dabei helfen, diese Idee zu manifestieren. Und das lässt sich auf jeden Lebensbereich anwenden. Du willst reich werden, dann erschaffe in deinen Gedanken ein Bild von dir, wie du reich wirst. Du willst eine Freundin oder einen Freund finden, dann stell dir vor, wie du deinen Traumpartner findest und du wirst es erreichen. Jetzt wirst du vielleicht sagen, aber das stimmt doch gar nicht, es gibt einen Haufen Dinge, die ich will und an die ich ständig denke und die ich aber nicht bekomme. Das Gesetz der Anziehung ist nicht zu 100% genau. Es ist nicht so, dass du einfach nur kurz darüber nachdenkst und zack, schon wird dein Traum wahr. Es gibt einige Fehler, die die meisten Menschen machen, die sie daran hindern, das Gesetz der Anziehung für sich zu nutzen. Der Fehler, den die meisten Menschen machen, ist, dass sie sich viel zu sehr auf ihre bewussten Gedanken konzentrieren. Wir sind uns nur ca. 10% unserer Gedanken tatsächlich bewusst. Die anderen 90% unserer Gedanken, Verhalten und Emotionen werden gesteuert von unserem Unterbewusstsein. Wenn dein Unterbewusstsein 90% deiner Gedanken, Handlungen und Entscheidungen kontrolliert, dann kontrolliert es 90% deines Lebens. Der Job, in dem du feststeckst, die kaputte Beziehung, deine Gesundheit und Fitness, deine Finanzen, dein Business. Wenn du die Macht deines Unterbewusstseins erkennst und die Kontrolle darüber bekommst, dann eröffnet dir das die Tore zu dem Leben deiner Träume. Dein Unterbewusstsein kontrolliert also 90% deines Lebens. Aber was kontrolliert dein Unterbewusstsein? Es sind deine Glaubenssätze. Dein Unterbewusstsein ist wie ein 700 PS starker Lamborghini. Es hat mehr als genug Kraft, um dich dorthin zu bringen im Leben, wo du hin willst. Du brauchst dafür nur eine Karte. Die Richtung, in die dein Lamborghini fährt, liegt vollkommen deinen Glaubenssätzen zugrunde. Glaubenssätze sind deine Überzeugungen und unterbewussten Lebensregeln. Sie entstehen im Laufe deines Lebens durch eigene Erfahrungen oder durch soziale Konditionierung. Also zum Beispiel Überzeugungen, die einem beigebracht wurden. Oder aber auch einfach Überzeugungen, die viele andere Menschen teilen. Beispiele dafür können ganz banal Dinge sein wie, wenn ich auf die Herdplatte greife, verbrenne ich mir die Hand. Das ist etwas, das wir eventuell aus eigener Erfahrung herausgefunden haben. Oder wenn ich von einem Hochhaus springe, ist der herannahende Bürgersteig wohl das Letzte, was ich sehen werde. Diese Erfahrung ist zum Beispiel eine, die wir durch soziale Konditionierung lernen. Denn du hast das nie selbst erlebt und hoffentlich auch nie beobachtet. Diese Glaubenssätze sind sehr hilfreich, um gut durchs Leben zu kommen. Wir haben genauso auch Glaubenssätze über das Leben und Erfolg, die uns entweder positiv beeinflussen, zum Beispiel, ich werde Millionär. Ich komme sehr gut beim anderen Geschlecht an. Ich bin eine sportliche und vitale Person. Oder auch Glaubenssätze, die uns negativ beeinflussen. Reiche Menschen sind gierig. Ich kann das nicht, denn ich habe noch nie etwas auf die Reihe bekommen. Ich bin faul und undiszipliniert. Der sogenannte Bestätigungsfehler sorgt dann dafür, dass wir Informationen so auswählen, ermitteln und interpretieren, dass sie diesen Erwartungen dann auch entsprechen und sie bestätigen.
Wir verhalten uns auch gemäß dieser Erfahrungen und wir suchen permanent nach Beweisen, um diese Glaubenssätze zu bestätigen. Das verstärkt sie natürlich immer mehr. Das gibt uns zwei wichtige Erkenntnisse. Erstens, dein Unterbewusstsein wird immer dafür sorgen, dass du dich gemäß deinen Glaubenssätzen verhältst. Wenn du also denkst, dass reiche Menschen andere ausbeuten, gierig sind und Geld die Wurzel allen Übels ist, dann wirst du auch nie reich werden. Denn du willst ja ein guter Mensch sein und niemand, der andere ausbeutet und gierig ist. Sobald du auf einem guten Weg bist, reich zu werden, wirst du dich dann unterbewusst selbst dabei sabotieren. Das gilt natürlich für alle Lebensbereiche, nicht nur für deine Finanzen, also auch deine Gesundheit, deine Fitness, dein Business, deine Beziehungen. Zweitens, deine bewussten Gedanken sind lediglich ein Indikator für deine Glaubenssätze. Die Macht deiner Gedanken bzw. das Gesetz der Anziehung wirken auf unterbewusster Ebene. Viele, die vom Gesetz der Anziehung hören, versuchen dann auf bewusster Ebene darauf Einfluss zu nehmen. Also zu visualisieren, wie sie reich, erfolgreich, in einer tollen Beziehung, gesund und gut aussehend sind. Gedanken wie Selbstzweifel oder Sorgen werden dann oft auf die Seite geschoben. Denn es wird in Büchern wie The Secret oft der Glauben vermittelt, dass diese negativen Gedanken genau diese negativen Situationen in dein Leben ziehen. Das ist aber ein fataler Fehler. Denn wenn es solche Gedanken in dein Bewusstsein schaffen, dann ist das lediglich ein Zeichen dafür, dass du negative Glaubenssätze in deinem Unterbewusstsein vergraben hast, die diese Gedanken verursachen. Wenn also Zweifel in dir hochkommen, dass du erfolgreich wirst, dann bedeutet das, dass du auf unterbewusster Ebene möglicherweise denkst, nicht gut genug zu sein, um erfolgreich zu werden. Wenn du dann versuchst, die Selbstzweifel auf die Seite zu schieben und dir gut zuredest, du schaffst das, du kannst das, du bist toll, dann löst das nicht die Ursache. Du verlierst lediglich die Verbindung zu deinem Unterbewusstsein. 10% von dir denken dann, du bist toll und selbstbewusst, während 90% von dir denken, dass du nicht gut genug bist. Das führt dann dazu, dass Menschen den brennenden Wunsch haben, etwas zu verändern, aber trotzdem nicht vorankommen und nicht wissen, warum. Anstatt negative Gedanken wegzuschieben, solltest du sie also zurückverfolgen und dich mit den Glaubenssätzen auseinandersetzen, die diese Gedanken auslösen. Wenn du jetzt sagst, oh mein Gott, wenn ich mich diesen negativen Gedanken hingebe, ziehe ich ja nur noch mehr davon an, dann vergiss nicht, dieser Mist ist schon die ganze Zeit in dir und arbeitet in deinem Unterbewusstsein. Negative Gedanken sind sozusagen ein Kompass in die Richtung deiner negativen Glaubenssätze. Wie du negative Glaubenssätze findest und auflöst, werden wir noch gegen Ende des Videos besprechen. Der zweite schwere Fehler, den die meisten Menschen heute machen, ist, dass sie ihrem Unterbewusstsein gar nicht die Chance geben, Lösungen dafür zu finden, wie sie ihre Ziele erreichen. Es ist heutzutage extrem weit verbreitet. Menschen gehen aus und trinken, verbringen Stunden vor dem Fernseher oder Netflix, lenken sich ab mit Social Media und Videospielen oder konsumieren irgendwelche Drogen. Sie geben ihrem Hirn nicht die Gelegenheit, Wege zu finden, denn sie betäuben es die ganze Zeit. Sie schalten ihren unterbewussten Supercomputer förmlich ab. Wenn du also sagst, dass du erfolgreich werden willst und dann 6 Tage die Woche dich in deiner Freizeit betäubst, egal ob mit Substanzen oder irgendwelchen Medien, dann wird dein Unterbewusstsein auch nie Wege zu deinen Zielen finden, denn dein unterbewusster Supercomputer ist nicht einmal eingeschaltet. Der dritte Fehler, den viele Menschen machen, ist, sie kommen nicht ins Handeln. Leider wird das Gesetz der Anziehung häufig so dargestellt, als müsste man sich etwas nur ganz fest wünschen und das Universum liefert es einem dann auf magische Weise vor die Tür. Das halte ich schlichtweg für Bullshit. Wenn du daran glauben möchtest, viel Erfolg und alles Gute. Meiner Erfahrung nach führt es nur dazu, dass dann Menschen auf der Couch sitzen, ihre Ziele und Träume visualisieren und warten und dabei zusehen, wie Wochen, Monate und Jahre vergehen und sich nichts verändert. Wenn du aber willst, dass deine Träume tatsächlich zur Realität werden, dann ist es wichtig, dass du schnell ins Handeln kommst. Vertraue darauf, dass dein Unterbewusstsein für jede Aufgabe auf deinem Weg die richtigen Lösungen liefern wird und fang an. Auch dann, wenn du dich noch nicht bereit fühlst. Auch dann, wenn du noch nicht den ganzen Weg sehen kannst. Der vierte Fehler ist, dass viele Menschen ihrem Unterbewusstsein nicht genug Zeit geben, um Wege zu finden, um ihre Gedanken zur Realität werden zu lassen. Auch das entsteht häufig durch den Glauben daran, das Universum würde einem durch das Gesetz der Anziehung seine Wünsche und Ziele ganz einfach vor die Tür liefern. Das funktioniert in der Praxis aber leider nicht. Sagen wir, dein Ziel ist es, ein 6-stelliges Business aufzubauen. Selbst wenn du genau wüsstest, was du tun musst und die notwendigen Fähigkeiten hättest, um das zu schaffen. Selbst die Schlauesten und Erfahrensten würden im Schnitt mindestens 1 Jahr brauchen, um so ein Business von null aufzuziehen.
Du bist aber nicht der Schlauste und auch nicht der Erfahrenste und du weißt auch noch nicht, was zu tun ist. Also wird es dich sehr wahrscheinlich irgendwas zwischen 2 bis hin zu 10 Jahren kosten, in denen dein Unterbewusstsein konstant an dieser Aufgabe arbeitet. Ich persönlich wache jeden Tag auf und denke darüber nach und suche Lösungen, wie ich meine Ziele erreichen kann. Mein Unterbewusstsein ist seit Jahren permanent damit beschäftigt, Wege dafür zu finden, um meine Ziele zu erreichen. Man darf sich nicht in die Irre führen lassen von Behauptungen, man könnte alles sofort haben. Ich persönlich kenne niemanden, der seine Erfolge auf diese Art von Manifestation zurückführt. Aber auf der anderen Seite sehr viele, die Bücher wie The Secret kennen und daran glauben. Selbst sehr bekannte und sehr erfolgreiche Menschen, die immer wieder über das Gesetz der Anziehung sprechen, wie Denzel Washington, Arnold Schwarzenegger, Will Smith, Conor McGregor, Jim Carrey und so weiter, haben Jahre für ihre Erfolge gebraucht. Die Darstellung davon, man könnte alles haben, super easy und am besten gleich morgen, scheint also sehr irreführend zu sein. Selbst wenn du deine Gedanken und das Gesetz der Anziehung auf deiner Seite hast, wird es Zeit brauchen, bis deine Visionen zur Realität werden. Menschen sind extrem ungeduldig. Sie denken, okay, nutzen wir mal das Gesetz der Anziehung. Ich denke für 2 Monate ganz fest an den Erfolg meines Business. Und dann sind sie enttäuscht, wenn es nicht klappt. Aber egal, welche Person du fragst, wie ihre ersten Monate im Business, im Sport oder ähnlichem waren, sie werden dir in der Regel sagen, sie waren hart. Ziemlich hart. Sie wurden aber erfolgreich, weil sie kontinuierlich ihre Problemlösungsmaschine darauf ausgerichtet haben, dieses Ziel zu erreichen. Um also das Gesetz der Anziehung für dich zu nutzen, musst du erstens deinem Unterbewusstsein die Gelegenheit bieten, Wege zu finden, um deine Ziele zu erreichen. Zweitens musst du dann massiv ins Handeln kommen. Drittens musst du deinem Unterbewusstsein Zeit geben, an der Aufgabe zu arbeiten. Und der vierte und absolut wichtigste Punkt ist es, dich nicht nur auf deine bewussten Gedanken zu fokussieren, sondern auf deine unterbewussten Glaubenssätze. Wie findest du jetzt solche Glaubenssätze? Wie bereits erwähnt, sind negative Gedanken, die tagsüber in dein Bewusstsein kommen, ein sehr guter Indikator für vergrabene negative Glaubenssätze. Du kannst aber auch einfach hergehen und dir einen positiven Glaubenssatz vorsagen und auf Widerstand aus deinem Unterbewusstsein warten. Zum Beispiel, wenn du dir sagst, ich verdiene es, erfolgreich zu sein. Viele Menschen verspüren bei diesem Satz einen inneren Widerstand. Es kommen dann Gedanken auf wie, nein, denn du bist faul und undiszipliniert. Dann solltest du dir auf jeden Fall die Frage stellen, woher dieser Glaubenssatz kommt. Das könnte etwas sein wie, du wolltest heute an deinem Projekt arbeiten, hast aber stattdessen 5 Folgen deiner Lieblingsserie angesehen. Danach solltest du dir ansehen, warum diese Logik fehlerhaft ist. Niemand ist immer undiszipliniert. Wir neigen nur dazu, uns vielmehr auf die Bereiche, in denen wir undiszipliniert sind, zu fokussieren. Ich war zum Beispiel früher sehr undiszipliniert, was meine Finanzen betraf und bei meiner Arbeitseinstellung. Beim Sport hingegen war ich sehr diszipliniert. Ein neuer Glaubenssatz, den ich auch als wahr akzeptieren konnte, war dann also, ich kann auch diszipliniert sein. Formuliere den Glaubenssatz so, dass du ihn auch als wahr akzeptieren kannst, denn ansonsten wird sich dein Unterbewusstsein dagegen wehren, ihn anzunehmen. Jetzt musst du nur noch immer mehr Beweise dafür suchen von Situationen, in denen du diszipliniert bist. Egal wie klein sie dir erscheinen mögen und wie selbstverständlich sie dir vorkommen, mit der Zeit wird dann dieser Glaubenssatz immer stärker und dein Unterbewusstsein wird beginnen, von selbst nach Beweisen für diesen Glaubenssatz zu suchen. Dann wirst du dich automatisch immer mehr danach verhalten. Es entsteht also eine Aufwärtsspirale. Das Thema, wie du dein Unterbewusstsein auf Erfolg ausrichtest und deine Art zu denken so veränderst, dass du das Gesetz der Anziehung für dich nutzt, ist sehr weitgehend und würde noch viele weitere Videos füllen. Wenn dich dieses Thema interessiert, schreib es mir doch in die Kommentare und wenn es genug Leute interessiert, mache ich noch einen weiteren Teil zu diesem Thema. Es dauert ungefähr 60 Tage, um neue Glaubenssätze zu entwickeln. Das ist dann der Moment, wo die Macht deiner Gedanken so richtig zu wirken beginnt und du nahezu mühelos beginnst, positive Ergebnisse in dein Leben zu ziehen. Deshalb ist das Gerede über Ziele visualisieren und positives Denken, das ehrlicherweise etwas abgehoben und spirituell klingt, in Wirklichkeit extrem mächtig. Denn wenn du dich auf ein Ziel fokussierst und es visualisierst, dann sagst du deinem unterbewussten Supercomputer, ich will das, also ran an die Arbeit. Es reicht aber eben nicht, sich ein Vision Board aufzustellen, seine Ziele zu visualisieren und sich dabei ein paar positive Sätze vorzusagen. Du hast dir deine Glaubenssätze über Jahre hinweg angeeignet und die lassen sich nicht einfach von heute auf morgen ändern.
Es brauchte regelmäßige Arbeit daran und das über Wochen und Monate. Am schnellsten und effizientesten kannst du deine Glaubenssätze verändern und dein Unterbewusstsein auf Erfolg ausrichten und dadurch das Gesetz der Anziehung für dich nutzen, indem du es dir zu einer täglichen Gewohnheit machst, an deinen Glaubenssätzen und deinen Gedanken zu arbeiten. Wie du dir solche Gewohnheiten am leichtesten aufbaust, verrate ich dir in meinem kostenlosen Minikurs. Klick jetzt auf die Infocard oder in die Videobeschreibung und hol dir den kostenlosen Kurs.